Vier Models bewerten die allerjudsten. In 9 Stunden 500k Views, 45.000 Likes. Ist das ein Musikvideo, Digga? Sehen die Mädels hinter dieser. Und die allerjudsten sind Mark Eggers, der hier Sascha ist, der, oder? Inscope, Ron. Warum sieht der so pimp aus? Du bist nicht Rumäne, Lil Bro. Sein Emo-Arsch, Digga, Emo-Zest-Arsch, ja, du bist nicht Darth Vader, du bist nicht Poison Kawasaki in Weiß. Tim Gabel, Amar, Digga, was ist das für ein Outfit, Digga, du bist nicht Roblox. Bei den folgenden Fragen, wie wir einkategorisiert werden. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute schiebt aber mal ganz. Bro, genau das gleiche Video haben wir bei Yussi gemacht auch. Die haben mich so hochgenommen bei diesem Video, ich war so mad. Anders, denn wir Mich und Pretty Face Carpi, Digga. haben uns was Ihr werdet sehen, ganz Digga, wenn Yussi sein Video droppt. Spezielles überlegt. Ihr seht schon, das Kollegium hat sich hinter mir aufgestellt. Heute gibt es ein etwas oberflächlicheres Format, denn wir haben vier attraktive Damen einfliegen lassen. Aber die sind wirklich fresh. Man muss sagen, Inscope hatte immer freshe Girls. So. Aber der ist so klein in echt, ne? Der ist, glaube ich, 1,73 oder so. Ich habe auch mal gesehen, dass er in einem Stream gesagt hat, dass er ein dick kleines Digga ist. Irgendwie. Irgendwie hat er ein bisschen Pech gehabt, Digga. Es war tatsächlich eine große Herausforderung, vier Models zu finden, die uns nicht kennen und uns vor allem noch nicht kennengelernt haben. Zehner, die kennen keinen von denen. Cap. Ja, Marc Eggers. Ja, Marc. Sehr schwer, Marc. Marc. Danke, Bro. Ja. Nein, vielen, vielen Dank. Leute, jetzt geht's los. Aber die erste Frage ist, wer hat den besten Style? Oh, okay. So, was aber ich finde, Nummer 3 bleibt auf der 3. Wahrscheinlich auf die 2. Ja. Mädchen ist kein Model. Ich sag ehrlich, die sieht average aus. Die könnte auch bei euch Matheunterricht neben euch sitzen. Die auch, aber irgendwie die ist gestylt. Deswegen irgendwie doch cool. Die ist halt hübsch und die ist irgendwie so, die ist krass irgendwie. Wir fangen einfach an zu reden und dann gucken wir mal, wer du bist. Okay, wir sind soweit. Okay. Die erste sieht aus wie diese Selena Gomez. Nummer 7 auf die 1. Oh, god damn it. Die erste ist wirklich verrückt. Boys. Ah, es hat was mit der Optik zu tun. Ach nee, 1 ist was Gutes. Scheiße, Digga, ist doch nicht Optik. 1 auf die 2. Oh, Sascha, man. 2 auf die 7. Boah, Digga, ich hab mich verkackt, Digga. Die erste Runde geht direkt los mit Marc ist das Schlechteste in irgendwas, ne? Es hat damit zu tun, glaube ich, wer am wenigsten Geschlechtspartner hat. Ja, die 4 auf die 6 und die 6 auf die 4. Oh, okay. 3 bleibt. Und 5 auch? Ja. Okay. Was war jetzt die Frage? Ich habe nicht mitbekommen, ich war lost. Digga, was zum Teufel geht jetzt ab? Ey, warte mal. Nein, es hat was mit Gaming zu tun. Hey. Nein, glaube ich nicht, Bro. So, die sehen direkt, wer so ein... Bester Style. Und die machen den an letzter Stelle. Und ihn? Gaming-Nerd. Okay. Er, also, Revi hätte er der letzte Stelle teilt. Guck mal, wir beide. Bro, Amar hat nicht den besten Style hier, Bro. Und sein Jogginghosen tragender Arsch auch nicht, Bro. Und sein Arsch auch nicht, Bro. Sein Arsch mit dieser Schlag-Girl-Hose, Digga. Und sein Arsch mit diesem Arsch ohne Kala, Digga. Hölle nein. Fabinho 19, danke schön für deinen Sub, Bro, du bist P, ich mach gleich die Crunches. Du bist eine Digga, ich sag euch. Scheißsituation. Ich sag euch gleich, ich sag euch jetzt schon, wer wie ich finde, Digga. Weil das ist Cap, Digga. Diese Chairs haben kein Gehirn. Wenn Ron und ich ganz hinten sind, dann wird's ja nichts mit Optik sein. Okay, man konnte da alle sehen, warte. Okay, gut. Ich sag's euch jetzt, Digga. Realität, Digga, nicht diese Cap-Ass-Antwort. Bester Style, okay? Fuck! Okay, warte. Bester Style. Von allen hier. Freshster Outfit, der am besten. Guck mal, Style und Outfits sollen dich halt fresher aussehen lassen. Weißt du, dass du gut aussiehst. Und das hier sieht gar nicht gut aus. Oder das hier. Deswegen erstmal Revi. Letzte Stelle, sag ich ehrlich. Revi 7. Amar 6. Sein Arsch? 5, Digga. Der sieht aus, der sieht, sein Outfit sieht aus, als ob er irgendwas gewürfelt hat, Digga. Diese Cap auch noch Arsch, Digga.
Also, Platz 4 würde ich den tun, Tim Gabel, oder? Nein, ich würde den hier Platz 4 lassen. Tim Gabel 3, Rombilecki 2 und Marc Eggers 1. Sage ich ehrlich, von allen Fits, der sieht am so attraktivsten aus, der Outfit. So, jetzt no homo, ihr wisst, was ich meine. Und das hier sieht halt so, Digga, Katastrophe. Wird's ja nichts mit Optik sein? Ah ja, die Crunch ist noch. Tote Löcherhose. Ich weiß, sie hat Löcher, Digga, aber ich chill doch mit der zu Hause, Digga. Ich geh doch nicht mit der raus. Ob man Amar direkt als Gamer interpretiert. Bro, der fühlt sich, Bro. Der hat den Red Bull Cap auf. Ja und? Ja, das denkt er irgendwas. Bro, ich könnte Athlet sein. Also, ja, okay. Oh, könnte, ja. Ist es Steuerhinterziehung? Es kann. Einer in meinem TikTok-Chat. Stabile Zuschauerzahl. Irrelevant, sage ich mir. Ich habe 30 Leute in meinem TikTok-Live drin gerade eben. Ich hatte gerade eben 300. Aber normal habe ich doch 30 Leute in meinem Live. Wenn ich sie die ganze Zeit ignoriere, Digga. Ich bin live auf Twitch. Ich bin live auf Twitch, junger Mann. Ich bin live auf Twitch. Komm in mein Twitch-Live rein, Bro. Sehr, ja. Kann nicht aussehen. Also wir ganz kurz. Marc ist ein wunderschöner Mann. Das macht keinen Sinn, dass er auch in deinen Augen. No, ein Sub, Digga. Du WXTZU. Dankeschön für deinen Sub, Bro. Du bist Pi. Ich werde gleich die Crunches machen. Ich brauche kurz eine Pause, Digga. Aussehen ist es nicht. Nein, aussehen ist es nicht. Nein. Bro, ich habe mich einmal rausgeputzt. Ihr denkt auf einmal, ich bin neuer Ey, Meister. Denk mal kurz um. Denk Ey, kurz ich um. Verstehe es nicht. Also, Amar und Sascha sind ja optisch sehr Sau unterschiedlich, ne? Ja. Das heißt also, es kann nichts Optisches sein. Ja, es kann nichts Optisches sein. Ganz kurz eine kleine Änderung. 5 und 4 bitte einmal ändern. Okay. Ne, es ist doch nicht Noch die mal ein Haarlänge. Bisschen schlechter geworden. Es ist nicht die Haarlänge. Aber ich dachte ganz kurz. Ja, aber das wäre richtig. Ja, aber dann bist du ja nicht mit ja, deinem ja, Pferd. Das ist mir dann auch aufgefallen. Es war was, wo wir uns tatsächlich wahrscheinlich ähnlich sind ja. Oder nah dran sind und deswegen. Digga, dieser Fate ist voll gut gemacht. Mussten wir noch mal, weil die haben kurz nachgedacht. Dummheit. Es könnte sein, Jungs, wer hat am wenigsten Geschlechtspartner? Ja. Und dann, du bist halt, du hast am meisten, du bist auf der 7. Ja, aber dann müsste Amaya auf die 9 oder 10. Ey, aber ey, er hat recht, er hat wirklich recht. Aber wie dumm, Digga, dass sie nicht wissen. Die sollen eigentlich wissen, was müsst ihr jetzt raten, Digga, voll nervig. Das ist so. Ja, aber ja, okay, das könnte sein, ja. Ich glaube, ich würde auch das sagen. Das ist mein Guess. Ja, ich gehe mit, ich gehe mit. Ey, ich geh loggen mit, wir ich ein, mit. Loggen wir ein. Nein, wer hat die wenigsten Frauen? Amar, seid ihr wahnsinnig? Ja. Ich würde es nicht einloggen, aber okay. Ist so verloren, wahrscheinlich geht es nicht. Keiner Amar, Bro, so ein charmant Typ, Digga. Ja. Okay, die Antwort ist gesagt. Die Kategorie war Style. Oh Mann! Er hat nicht den besten Style, Bro. Guck, der checkt selber, der denkt auch so, totes Scheiß, Digga. Sorry. Warte mal. Ey, das Die haben nicht den schlechtesten Styler, Bro. Bro, Skinny Bracker, hör auf! Wo ist Rugas Arsch, Digga? Ich weiß auch nicht. Digga, ihr seid solche Hunde. Ey, das ist wirklich schon mittlerweile Mobbing, was mit meinem Style passiert. Guck mal, und das ist halt das Ding. Alle haben gesagt, oh Marc, cooles Outfit, Bro. Ich hab das doch gesagt. Ey, aber ganz kurz, stark, stark. Style ist Sascha Platz 1, also ja, ganz ja. ehrlich. Sascha ist nicht Platz 1, Bro. Platz 1, also Sascha ist auf 1. Marc auf 7, ehrlich, braucht man nicht drüber sprechen. Digga, es ist so bodenlos. Wie er sich nochmal ausgeputzt hat. Ich war gerade so, ich will die voll gern kennenlernen, ab jetzt nach dem Dreh bin ich direkt zu Hause. Auch Ron, super chillig. Auch. Digga, mein Ohr tut weh beim Ohrring, Digga, weil meine Kopfhörer die ganze Zeit drauf waren. Ich platziere die anders. Gute Brille, alles toll. Ey, Marc, ich schick dir eine Hose. Dann, Bro, alle was gesagt, Marc, du mit siehst aus Bro, ich sag dir ehrlich. Marc, bestes Outfit. So, ich glaube, es ist ein bisschen abgesprochen wegen Ola Kala, ein bisschen Product Placement und so. Fact! Weißt du, Digga? Der ist am reichsten. Digga, draußen ist Schneesturm bei mir. Wisst ihr, wie das aussieht? Sieht schon schön aus, Digga, aber. Wer am meisten Follower hat? Digga, ist das für eine dumme Frage? Das kann man ja so easy nachschauen. Das braucht man ja gar nicht anzuschauen. Heißt es, ich bin in irgendeiner. Bro, egal. Ich glaube. In die Richtung. Nummer 5 und 6 bitte tauschen. Hey! Finde so auf. Finde ich stark. Also, ja, warte, ist das die Haare jetzt? Ich bin als Amar, aber. Nein, das passt schon. Reichtum. Reichtum? Reichtum? Inscope am reichsten? Will ich nicht sagen, oder Revi jetzt was,
Digga, ich würde sagen. Digga, Innscope war doch mal in Insolvenz, Digga. Was für Reich ist das, Digga? Ich würde sagen, der am meisten Produkte auf dem Markt. Ah, der Ola Kala. Digga, hä, da gibt das ja gar keinen Sinn. Nico 1 und der hier 6, der gibt gar keinen Sinn. Digga. Oh mein Gott! What the hell? Bitte nach ganz hinten! Amar, Bro, lass mal tauschen. Dreifache Privatinsolvenz. Aber ist gut, daran merken wir es. Ich kann es nicht. Bro, fake it till you make it, man. Fake it till you make it. Ja, Mann! Also daran merken wir, die kennen uns wirklich nicht. Die kennen uns for real. Die kennen uns nicht. Doch. Mich kennen sie. Auf die Eins. Wer hat die beste Frisur? Finde ich stark. Also, wer hat die beste Frisur? Ich würde sagen, erstmal kurz Ron können wir lassen. Ron auf die Eins? Will ich nicht sagen, Digga. Die besten Haare hat Innscope, sage ich. Also lange Haare. Quatsch, Kappe ist Quatsch. Also ja, also Kappe 6 und 7. Dann also lassen wir die 7. Er bleibt auf der 5. Ich finde blondierte Haare hat auch ein bisschen Quatsch, muss ich sagen. Und Marc? Aber ihn finde ich auch. Also so in der Nico. Ich will jetzt nicht sehr basic. Bro, aber diese erste Chair ist ja krass hübsch, Digga. Guck mal. What the fuck, Digga? Solche Chairs sieht man gar nicht im echten Leben. Okay. Wo sieht man sowas? Hä? Also die 7 bleibt auf der 7. Oh. Die 4 geht. Noch nie sowas gesehen, Digga. Dein Arsch ist corny. Tut mir ja auch nochmal leid, Digga, dass ich ehrlich bin. Auf die 6. Shit. Na, scheiße. Amar, wir sind wieder da. Die 5 bleibt auf der 5. Und dann geht Nummer 2 auf die 4. Boah. Und Tim geht auf die 2. Die 3 geht auf die 2. Okay. Jetzt ist Aussehen. Jetzt ein Geschlechtspartner. Und jetzt die 3 geht. Bro, die Chairs bei dem Dreh von Newsy tot. Also da waren wirklich auch hübsch, aber die wollten halt nicht mitmachen so bei Videos. Die mitgemacht haben, tot im Vergleich zu der hier. Ich glaube die 1. Oh ja. Boah. Okay, Tim ist number one. Aussehen kannst du es. Und Amar ist die letzte. Sportlichkeit vielleicht. Naja, ich würde fast so sagen, so, es geht irgendwas mit Intelligenz. Nein, Bro, ich sehe auch nicht aus wie die hellste Kerze. Was? Das mit Haare? Die haben den vor Nico getan und den, Digga, sein Haarschnitt ist so arsch und sein Haarschnitt ist so schlimm. Bro, diese Chairs haben wirklich keinen Geschmack, Digga. Nein, aber warte mal, ich wollte die ganze Zeit fertig gemacht. Warte mal, aber Ron hat gar nicht mal so unrecht, weil Amar sieht schon echt dämlich aus. Bro. Und er hat auch schlimme Haare, Digga. Digga, alle außer Ron und Innscope haben Wack-Ass-Haare, Digga. Dahinter sind 4 Frauen, die würden nicht tippen, dass ich schlau bin. Aber Sascha sieht so ein bisschen aus, als hättest du so wirklich die Schule so... Einfach, ich sehe den U93 alleine sitzen vor ein paar Tagen. Vielleicht U73 oder so. Keine Ahnung, bin ich vom Flughafen gekommen oder so? Ich weiß nicht. Irgendwie geschmissen. Ich sehe doch nicht aus wie ein Schulabbrecher. Ey Bro, wenn man dich nicht kennt mit deinem Aufzug heute, ich sag dir ehrlich... Frisur könnte... Ich mach grad Führerschein, by the way. Meinst du, aber beste ich finde, Frisur? Dann wärst du weiter vorne. Bro, das kann man mit uns gar nicht ranken. Naja. Ey, und alle, die in den TikTok racen, kommt in den Twitch Live, ey. Sonst dumm. Aber ich finde, dann wär Sebastian... Marc Egger ist noch okay, man muss bedenken, der ist old head. Dann weiter vorne. Ja, aber der hat... Guck mal. So. Okay, ich verstehe, seine Hairline ist hinten und so. Aber, Bro... Ja, also seine Seiten sind ja so, weißt du, was ich meine? Die sind nicht mal so wie bei Jeremy Fragrance, so fresh nach hinten oder so. Sind einfach so nachgewachsen, so tot. Ich auch gedacht. Also ganz kurz, wenn wir von Frisur sprechen, Nico auf 3 ist schon gottlos. Also Nico, Bro, muss ich hab 7. Eine geisteskrank geile Frisur. Hey, nach vorne, ja. Oh mein sehr, Gott, sehr hart. Alter, also, Digga. Ich bin immer noch dafür, Intelligenz zu Digga, wenn du auf der 5 bist, halt mal dein Maul. Ja, das geht nicht aus, das geht nicht aus. Den willst du mitnehmen, aber den kriegst du nicht, Mann. Aber warum Amar da immer das Schlusslicht ist, ne? Ich bin ja voll alt. Es ist die Frisur. Es ist die Frisur. Ja. Wir loggen ein. Es war die Frisur. Digga, einer fragt, wirst du mit Jeremy Fragrance was haben, Digga? Digga, seid ihr behindert? Boah! Warte, hatte ich 10 Crunches zu machen? Nein, ich hab die gemacht, oder? Ja. Aber warum haben wir dann... Aber Gott, wir Camp, haben Bro. Camp, dumm. Ja. Guck mal, die Frauen, die wissen... Digga, aber die ist verrückt! Findet ihr nicht? Die wissen einfach, was gut ist. Und...
Die wissen einfach, dass meine Frisur, die kommt noch, Digga. Das ist eine geile Frisur. Jetzt noch eine Skinny Bracker, Digga, du bist ganz weit oben, Alter. Wer ist dein Friseur, Alter? Ich habe meine Haare heute mit Let's Me gemacht, tatsächlich. Lass du hier, schick mich, schick mich! Digga, chill. Beschreibung. Wer ist der Stärkste? Ich sag Ron. Tim Gabel hat diese gesundheitlichen Probleme, Digga. Niemals, der ist der Stärkste. Wieso trägt sein alter Arsch Red Bull Cap? Weil er bei denen gesigned ist oder so? Was machen wir mit Nico? Wir haben noch gar nicht über Nico gesprochen. Der ist auch sehr sportlich. Aber es geht ja um so. Es geht ja nicht 6 um auf die 6 auf die 7, 4 auf die 6. Sieht auch so lieb aus. 6 auf die 7, 4 auf die 6 und 3 auf die 5. Okay. Ja. Okay. Ja, wir haben's. So, die 7 kann stehen bleiben. Die 6 auf die 7. Oh shit. Oh shit. Digga, das fällt von hinten. Die 4 auf die 6. Oh, ich bin jetzt auch. Ja, Nico, wir arbeiten uns leicht, ganz leicht die nach vorne. Die 3 auf die 5. Ja, oh, shit. Ja, ich würde sagen, auch Nico ist eins der stärksten von denen. Hey, Nico, Digga. Die 2 auf die 4. Ah, ui. Ich auf die 3, Nummer 1. Ich nach hinten. Du auf die 1. Ah, wann guck jetzt die Gym wieder durch? Ja, ich war halt ein Monat in Wien, bin vor 3 Tagen wieder hier hingeflogen. Seitdem war ich einmal Gym, weil an einem Tag ist Melvin in die Stadt gekommen. Ich musste mit Melvin chillen, Digga. Wenn Melvin die City hittet, muss mit denen chillen. Also, weil ich das will, nicht weil ich muss. Checkt ihr, was ich meine? Und dann hatte ich Dreh bei Yussi und Yussi plant das alles immer so ein bisschen tot. Deswegen hat es auch den ganzen Tag gedauert. Und heute war ich einfach nur los. Hab mit Jasper den ganzen Tag geredet, Digga. Ich habe Videos geschnitten und so, ich war klar produktiv. Aber ja, vielleicht gehe ich nach dem Stream trainieren. Wobei, ein bisschen schwer, Digga, mit diesem Schnee, aber mal gucken. Ah, Amar! Er ist zurück, er feiert Comeback! Ladies, ihr kriegt nachher Rosen. Okay. Oh, Bro, entweder bin ich die Einzige... Digga, Amar ist nicht der Stärkste! Digga, können diese Charles bitte einmal eine gute Entscheidung treffen, Digga? Amar ist nicht der Stärkste. Amar ist nicht stärker als InScope oder dieser 3-Meter-Typ, Digga, bitte. Oder die 7, das ist doch Quatsch. Also ich... Oh mein Gott, ich weiß es! Wer ist am ehesten der meiste Ausländer? Nein, kein Scheiß! Wer ist der meiste Ausländer? Bro, kein Scheiß! Guck mal aus, wie du aussiehst! Guck mal, wie du aussiehst! Bro, ich seh aus wie ein Deutscher. Guck mal, du siehst nicht aus wie ein Deutscher! Sascha sieht übel deutsch aus und Amar übel nicht deutsch. Also für mich ist deutsch, wer sich deutsch fühlt. Geht um Sympathie. Ich mach das nicht nach der Optik fest. Ich glaube, dieses Ausländer-Ding ist gar nicht so abwegig. Ja, unsere Regie kommt doch nicht auf die Idee. Lass doch mal bitte fragen, wer ist der größte Ausländer in der Gruppe? Aber es könnte schon sein. Ist das das Einzige, womit ihr mich vorne assoziiert, wenn ich gewinne? Marc ist der Stärkste, nein, ich glaube Ron, weil Ron trainiert. Und der trainiert oft. Weil ich habe einen Kollegen, der trainiert im gleichen Gym wie er in Berlin. Ich bin kein Stalker, Ron. Ich krieg's halt nur manchmal mit so. Nicole fragt, ziehst du Musikkarriere durch? Erstmal, Nicole, komm in den Twitch-Live drin, weil in TikTok-Live release ich keine Kommentare, aber die Frage war halt krass. Ey, und ich wollte euch sagen, ne? Musikkarriere. Ich habe keine Musikkarriere, okay? Ich bin einfach nur ich und Leute feiern mich oder hassen mich so ein bisschen. Aber die, die mich feiern und auch hassen so, ich habe halt aus Spaß Musik einen Song gedroppt, RPS, weil ich mag halt Musik machen so ab und zu und ich feiere halt Songs so. Und ja, also ich habe seit RPS keinen Song mehr gemacht, also seit über 2 Monate, 3. Aber an sich so, ich feiere so, was damit kommt, so, wenn man Musik macht. So, ich feier halt diese Vibes. Zum Beispiel im Club sind Girls zu mir gekommen, haben ein Bild mit mir gemacht und meinten, bist du Bachelor, ich liebe deine Musik. Und ich war so, what the fuck, Digga, du liebst meine Musik? Ich hab einen Song, was für du liebst meine Musik? Check ich nicht. Aber so, das irgendwie, das fühlt sich besser an, als wenn jemand zu dir kommt und sagt, bist du nicht dieser Typ, der auf TikTok über Girls redet? So, jetzt check schon, was ich meine. So, deswegen, ich werde einen Song mit Jasper und Sean Bronski droppen nächstes Mal. RPS hat heute 50.000 Streams gehittet. Mein Song mit Sean und Jasper wird in 2 Wochen, also ich habe vor 2 Wochen RPS gedroppt. Mein Song mit Sean und Jasper wird in 2 Wochen, in den ersten 2 Wochen, nachdem ich den droppe, 100.000 hitten. Vertraut einfach.
Gerade Revi. Coco Beach. Coco Beach. Also nehmen wir jetzt echt so eine Frage so, jo, wer ist am meisten Ausländer, oder? Ja, nein. Coco Beach, Bro. Coco Beach. Coco Beach. Marc, hast du es vergessen? Coco Beach. Ich denke, es geht um die Frisur diesmal. Nee, ich bin ein bisschen rot. Ich war im Solarium, aber vielleicht bräune? Ja, nein, das ist eine dumme Frage. Bro, das ist eine dumme wer Frage. Ist am braunsten? Das ist ich hab, ja. Ich Colin22, danke schön für deinen Sub, Bro. Du bist Pi auf jeden Fall. Danke an jeden, der gesubbt hat. Ich liebe euch. Danke an jeden, der zuschaut. Ich werde die Crunches gleich machen, weil wirklich, ich bin tot, Digga. Ich brauche ein bisschen Pause. Aber wenn ihr den macht, mietet Studio und macht Video draus. Ist ein bisschen kompliziert, Bro, aber wenn es funktionieren wird, dann ja. Ich hatte eine Frage an die Runde. Ist das schon wieder das Einzige, was vorne assoziiert? Jungs, wollen wir einen Tipp haben? Ja. Ja. Also bei der Kategorie geht es um eine körperliche Sache. Oh mein Gott, ich werde den Sinn. Oh mein Gott. Ich werde den Grün. Bro, nein, Coco Beach. Ordentlich sein. Körperliche Sache. Ordentlich sein. Körperliche Sache. Körperliche Sache. Ja, körperlich ist doch mit aufräumen. Nein. Was laberst du, Digga? Seid ihr dumm so aus? Nee, das ist sehr doof, was du sagst. Ja. Okay, es ist wirklich dumm. Wer ist der Muskulöseste? Weil wenn die uns nicht kennen, dann unter den Jacken und so, man könnte bei Amar wirklich denken, dass er so ein Brecher ist. Lass mich einmal gucken, um zu denken, ob er ein Brecher ist. Nein, Bro, ist er nicht. Kleiner Arena. Hey, stimmt, und Sascha ist ganz links. Ja. Das ist es. Ja. Wir haben es, Der Muskulöseste. Also es passt richtig, es ging um die Stärke. Oh, ja. Digga, Amar ist nicht der Stärkste, immer noch nicht. Aber ey, der Typ ist 3 Meter groß. Digga, Marc auf der 4? 110 Kilo. Nein, das ist kurios, das ist ja Amar hat von Sebastian aufs Maul bekommen. Oh. Tim ist vor Marc. Ja, das ergibt wenig Sinn. Er sieht so schlapp aus. wo geht's nochmal zur Toilette, Bruder? Ich glaube, da müssen wir einmal da lang. Warte, was ist jetzt die Frage? Wem willt ihr Geld leihen? Ich leihe ab jetzt keinen Influencer mehr Geld, weil ich habe in Berlin ein Influencer Geld geliehen mit blauen Haken, 40 Euro. Und ich habe die nie wieder gesehen. Oh, das 2 kommt auf die 7. okay, aber die 7, was soll ich? Machen wir die 7 auf die 1 direkt schieben? Ja, das ja, aber wir erstmal von hinten. Na, aber nicht. Ja, klar, wir fangen von hinten an, aber dann. Nein, wir machen die 2 auf die 7. Ich bin Nico. Nee, ich like time, Digga. Setzen die Nummer 2 auf die 7. Oh, ciao, Bro. Macht's gut. Loki, die Models haben keine guten Augen. Bei Girls, Digga. Die Nummer 4 auf die 6. Ich bin oft dicht an Ron dran. Ja, voll. Die 5 bleibt. Die 6 auf die 4. Die 1 auf die 3. Die 3 auf die 1. Okay. Schon wieder nebeneinander. Aber Tim Gabel stimmt eigentlich, aber trotzdem nicht. Ron auf der 7. Was unterscheidet euch selbst? Hab ich mich gerade auch gefragt. Intelligenz. Ja, Mann, Intelligenz. 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 Das stimmt aber damit Amar irgendwo was nicht, aber das könnte ich. Ja, weil da hätte ich da vorne stehen müssen. Genau, weil du nämlich der Klügste bist. Diesmal bin ich ja, aber woran soll man das denn? Die würfeln. Ja, bei Gott, das nervt, Digga. Fest machen. Ron und ich sehen schon aus wie Toastbrot. Ja. Muss man ehrlich sagen. Guck uns mal an. Du brauchst gar nicht so zu machen. Du musst eigentlich ganz hinten stehen. Schubladen decken oder was? Wer ist der treueste Einloggen? Also es ging um Vertrauen. Wem würden wir Geld anvertrauen oder so? Alter. Hä, wieso würdet ihr mir Geld anvertrauen? Achso, wer ist der Vertrauenswürdigste? Ja. Genau, richtig. Aber es ist auch ein Kompliment. Es ist volles Kompliment. Er ist der größte Simp halt. Ja, das ist extrem, ich verstehe nicht warum. Das ist voll aggressiv. Er fühlt sich angegriffen. Warum was soll das? Nummer 1 auf die 7. Ja. Warum Ron auf 7? Ron, weil er zu drunk ist, Digga, deswegen. Sag es ruhig. Ausstrahlung. Mit wem kann man am besten feiern gehen? Ron. Ich dachte, die kennen die nicht. Happiness Video, Digga. Die kennen die. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Genau, du hast meine Gedanken gelesen. Der bringt dich auch safe nach Hause. Ja. Also auch safe. Ich glaube, der lässt dich stehen, weil er dann besser entscheidet. Aber was machen die? Aber mit der 1. Marc geht auch. Okay. Alright. Also die Nummer 7 ganz klar auf die 1. Wie klar auf die 1? So 110%. 110%. Amar auf 2. Wer ist am spielsüchtigsten? Die Nummer 6 auf die 7. Oh shit. Macht keinen Sinn. Hä? Ehemalige 1 auf die 6. Du kannst gleich dort bleiben. Amar auf 2, Marc Eggers auf 3. Revi auf 4. 3 und 4 müssen tauschen.
Nein, Sascha nicht. Ich war noch nicht einmal neben Ron, oder? Nico bleibt die ganze Zeit. Ich bleib auf der 5. Ey, warum ist Ron ganz klar? Sascha ganz rechts. Auf der 1 und ich. Nein. Tim Gabel und Sascha. Ich bleib auf der 2 so. Spielschulden, Spielschulden. Yo, wo hab ich Spielschulden? Hast du. Marc auf der 7. Tim auf der 6. Drogenkonsum vielleicht, ne? Ja. Aber wo ist die ganze. Bro, die kennt dich. Save diese Chairs. Krasse Spanne zwischen Ron ganz klar auf der 1 und du ganz klar. Alter. Warte mal, wenn dann ganz klar auf die 7 kommt, war es schon eine Beleidigung fast. Findest du, dass du jünger aussiehst als ich? Nee. Aber du hast halt einen Vollbart, ne? Ich würde ja Lazo auch viel weiter vorne ranken. Wir loggen einmal Alter ein. Falsch. Wir brauchen ein Tippi. Irgendwas ganz Spezielles. Es ist, wer riecht am besten? Digga, warum sollte Marc stinken? Ja, ich hab's nicht gesagt. Ron, ganz klar. Das ist doch alles gut. Es gibt ein paar Sachen, die kann man auch nicht mehr sprechen. Eine Chai aus meiner Stufe hat Crush auf dich. Na, sollen wir machen, Chat. So ist das Leben. Ich hab noch nie gesagt, dass das stinkt. Was unterscheidet mich ganz klar von Marc? Okay, warte mal. Vielleicht Partys. Nee, das macht keine Partys. Tipp. Hit IG von der ersten. What the fuck, das ist ein bisschen verrückt, Digga. Die Insta sind wirklich da. Zählt die nur Paris mit Models. Chat, auf die, wenn ihr nicht 300 spendet ersten Date, die denkt, ihr seid Penner, Digga. 2.000 Follower. Ja? Du warst close. Ich war close. Party? Digga, und ihr sagt direkt alle nein, ich war close. Dann müssen es Drogen sein. Coco Beach. Dann bin ich der Abhängige anscheinend. Wieso nicht, wer am meisten feiern geht? Ja, das. Wer geht am meisten? Komm, ich mach 10 Liegestütze bis. Wolltest du doch wieder trainieren, Bro, zwei Fliegen mit einer Klatsche? Ja, das war auch meine Intention, Bro, weil trotzdem tötete mich. Also es ist falsch, es war zwar die richtige Richtung, aber es ging darum, mit wem wir am liebsten feiern gehen würden, oder am ehesten. Oh, shit! Ihr habt mich doch nicht hierher gewotet. Marc und Ron gehören auf 1 und 2. Hab ich auch gesagt. Ich würde gerne mit euch feiern gehen. Ja, schlecht ist das. Also ich nehme euch eine Sache übel, dass ihr mich dann noch geswitcht habt von 3 auf 4. Das ist echt ein Schlag ins Gesicht für dich heute, Alter. Wer hat am meisten Riss? Bachelor? Ich sag ehrlich, Ron in Scope, Marc. Leute, ich finde bis jetzt ihn am sympathischsten. Nummer 6. Digga, sympathischsten ist nicht Riz. Ja, die Nummer 6. Ich weiß nicht, wieso, aber doch, ja. Sympathisch ist Anti-Riz, Bro. Ja. Nicht so von sich selber eingenommen, eigentlich ja. So lässig. Ron würde ich, glaube ich, so eher aber in die Mitte vier, machen, vier, oder? Würde ich aber Ron in die Mitte? Naja, wenn wir Riz mit Charisma übersetzen, finde ich die 5 safe mit weiter vorne. Ja. Safe auf die 2, würde ich sagen. 5, 6, 7 auf 1, 2, 3 und 4 ja. Stehen. Wir setzen einmal die 5 auf die 1. Die 6 auf die 2 und die 7 auf die 3. Die 4 bleibt stehen. Die Nummer 1 auf die 5, 2 auf die 6. 5 und 4 tauschen. Okay, ey, also ich bin auf der 1, Sebastian auf der 7. Marc auf der 1, Bachelor auf die 1 plus. Yeah. Ich check hier nicht, warum Sebastian auf der 7 ist halt. Ne? Ja, es muss was wegen der Optik sein. Okay, ey, wir müssen noch mal was tauschen. 2 und 6. 2 und 6? Das ist ein heftiger Tausch. Jetzt ist perfekt. Das war ihr. Sascha hat kein Riz, Chat. Hat doch mal ein heftiger Switch. Ja, übel. Auf einmal. Nicht 1%, Digga. Ich bin zwischen den zwei Models. Ich glaube, es ist Zeit für einen Tipp. Also, wir haben einen Tipp für euch. Ihr könnt ja alle mal euren besten Anmachspruch nennen. Und dann können wir noch mal neu entscheiden. Okay, wer ist am charmantesten? Also, das hängt aber voll von der Frau ab. Wer ist am charmantesten? Also, wisst ihr, was der beste Anmachspruch ist? Einfach Flammen schicken als Reaction auf die Story. Tim auf die 7. Tim auf die 7. Tim, bitte auf die 7, Bro. Ich hab gesagt, Tim auf die 7, oder Sascha? Das war ein Joke, Mann. Ja, Gentleman. 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 Gentleman, einloggen, komm. Warum ist jetzt Revi denn letzter? Bin ich nicht, bin kein Gentleman. Ja, das ja, lass sein. Gentleman einloggen. Also, es ging um Riz. Revi, kein Riz-Fact.
Um was? Um was? Riz. Was ist Riz? Charisma. Charisma. Was ist Charisma? Da stehe ich echt schlecht okay. an. Der wird sich heute entscheiden. Du reißt am ehesten Frauen auf. Krass. Und danach komm ich und dann kommt Marc. Also Mädels, wenn ihr die Realität jetzt kennen würdet, das ist so krass. Ja, wollen wir einfach nur einmal für die Frauen, die wir hier haben, uns selber einordnen. Na, gerne, klar, ja. gerne. Was habe ich gesagt, Chef? Marc, du musst auf die Nummer 1, Digga. Ja, du musst nach vorne. Du musst wirklich auf die Nummer 1. Was habe ich gesagt? Amar muss auf die 4. Revi, nicht 3, Digga. Ja, 100%. Nein, nein, ich bleib hier. Ja, wobei, ich muss schon sagen, wenn ich Single bin, dann bin ich schon ein krasser Typ. Also, das ist nur einmal die Realität. Ja. ja. Ey, ich sehe Nico echt wirklich hier zwischen der 1 und 2. Alter. Ja, ja, aber Nico... Bro, soll ich mal aufzählen? Eine Helena Kampere. Gokovic! Hey, aber warum ist denn Tim G da hinten? Guck mal. Ey, ich sag euch, Tim war auch, als er Single war, Bro. Also, was der Typ gezogen hat, war geisteskrank. Also, Tim G ganz hinten sehe ich gar nicht. Sascha ganz hinten, Digga. Ich lieb dich, wie diese Support. Ja. Ich bin glücklich auf der 7. Wer ist der Beste im Bett? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was weiß ich denn? Keine Ahnung, Digga. Sus-Ass-Frage, Digga. Aber weißt du, das ist nicht okay. Ich bin oberflächlich gerade, ich weiß es nicht. Boah, Leute, komm auf die 7, Mann. Nein! Ich sag, ich oh mein so Gott, Boy. Nein! Deswegen mag ich den Fuck, weil ich mit dem mehr nach vorne tun. Das ist so ordentlich. Ich blende mich jetzt mal in die Allgemeinheit der Mädels rein, wenn man die angucken würde, mit wem die am ehesten was machen würden. Okay. Die sieben, ganz klar, ganz klar. Ich glaube, die 4 nach vorne. Cap, mit seinem kleinen Arsch. Ach. Leute, ganz klar, okay. Nummer 2 auf die 7, okay? Ja. Wer ist die Nummer 1? Nummer 4 vielleicht? Oder Nummer 7? Okay, das ist, glaube ich, unterschiedlich. Und 3 bleibt auf der 3? Ja. Ja, okay. Also, die 2 kommt auf die 7. Irgendwie habe ich damit gerechnet. Ron ist immer der Erste, der laufen muss irgendwie. Keine Ahnung. Cap, ich glaube nicht, dass Ron der Wackste ist. 5 und 6 tauschen. Aha. Mhm. Die Nummer 7 auf die 2. Aha. Aha, wieder so eine Nummer. 4 und 1 tauschen. Und die 3 und die 4 tauschen noch. Digga, ich bin schon wieder auf der Nummer 1, Alter. Seid ihr euch sicher, Mädels? Ganz sicher. Oh, wow. Shit. Ihre Aussage ist nicht. Du hattest den größten Riss und du bist am reichsten. Wen würde man vielleicht am ehesten heiraten? Du bist süß, ich hab nicht gesagt, der ist nett. Aber bei ehesten heiraten sehe ich eher so einen Typ wie dich. Ich sehe dich eher ganz vorne bei Geschlechtskrankheiten. Wer ist am ehesten in einer Beziehung, maybe so, ein auf den? Ja, das ist niemals. Nee. Ach. Ron rattert wie eine Kanone, Digga. Dein Sass-Arsch, Digga, stell dir sowas nicht vor. Guck mal darauf, es ist irgendwas, wo ich auf jeden Fall wieder extrem am schlechtesten bin, weil die haben mich als Erstes platziert. Jetzt könnte es auch intelligent sein, aber steht Marc hier voll falsch. Wir waren stark, vergess nicht, ne? Ja, dann bin ich schwach und dumm. Dann hab ich verkackt im Leben. Aber dafür hast du geilen Style, Bro. Geht es in die richtige Richtung, wenn wir sagen, wen würdet ihr eher heiraten? Also, es gehört zum Heiraten dazu. Oh. Kinder kriegen. Ach so, Kinder. Mit wem würde man am liebsten Kinder kriegen? Lazzo, es ist Kinder kriegen, Digga. Dann sind es Kinder. Ja, Familie gründen. Familie gründen. Beziehung. Wir denken zu weit. Wir denken zu weit. Vorheiraten. Warte, wir denken zu weit. Sag mal, zu weit vorheiraten ist Beziehung. Ja, Beziehung dann. Ja, Beziehung. Date. Aber nein, das gehört doch nicht zum Heiraten dazu. Aber Beziehung oder? Gehört zum Heiraten du dazu. Du musst ja daten und eine Beziehung führen, um zu heiraten. Ein Date gehört nicht zum Heiraten dazu. Du heiratest instant. Ja, in Las Vegas ist alles möglich. Leute, was ist, wenn wir uns vielleicht so drauf einigen, mit wem würdet ihr am. Ja, komm, das ist nicht so. Wir würden ja jetzt einen Ficken, Mann. Freunde, danke schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Oh mein Gott, wer wäre am ehesten der Trauzeuge? Was? Ah, nee. Leute, wir haben bei Hochzeit gesagt, es ist zu weit, ihr denkt zu weit. Und bei Date, also es ist zwischen Hochzeit und Date. Ich hab's gesagt, wer würde ja sagen? Verlobung, ich hab's dummes Reden. Oh. Einloggen. Küssen, super. Die Frage war, wer ist der beste Liebhaber? Liebhaber? Ja, küssen, sag ich doch. Hä, die Frage war, mit wem man am ehesten ficken will. Nein, wer der Beste ist, smash. Guck ihn dir an, guck ihn dir an. Guck ihn euch an. Ist das krass. Warte ganz kurz, ich würde einmal kurz meine Modelposen durchgehen. Nico hat seinen zweiten Frühling gehabt. Ja. Dieses Format hat ihn weit nach oben gebracht. Der Reichste, der beste Liebhaber. Jetzt geht's los. Ja, Nico hat das Wort, das ist seine Folge. Ihr seht auf jeden Fall schon mal. Da, ich habe eine Frage. Warum ist Ron bei Liebhaber auf der 7? Würde mich auch mal interessieren. Es war eine Gruppenentscheidung. Wir nehmen das eh nicht persönlich. Es war super. Also, ich finde, ihr habt es richtig gut gemacht. Ja, no joke. Safe. Aber wegen dieser Style-Nummer nochmal.
Vor allem, ihr wisst nicht, ich schaffe bei Marco und er hat sich wirklich Mühe gegeben. Style war wirklich enttäuschend, Digga. Heute, ich hab mir wirklich Mühe. Er hat aber extra die engste Hose raus, die er hat. In diesem Sinne, meine aller Gajutzen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Video. Ich bedanke mich an